Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Medieval Dynasty. Wir haben das letzte Mal ja hier am Marktplatz schon angefangen, die ersten Häuser zu bauen. Es fehlen natürlich jetzt halt noch die letzten zwei, glaube ich, sind es. Ich habe jetzt halt auch schon mal drei Dachse, glaube ich, gejagt und ein Kanickel. Also da müssen wir natürlich auch noch ein bisschen machen. So, jetzt brauche ich allerdings, bevor du wieder meckerst, irgendwas zum Essen. Oh genau, ich habe einen Kohl gefunden in einem Fass, weil da war nämlich so ein Dings gelegen, so ein umgekippter Wagen. Da waren drei Eisenpfeile drin gesteckt, der Kohl war im Fass und dann waren noch 150 Münzen daneben gelegen. Also wieder nichts sehr Spektakuläres, ansonsten hätte ich es auf jeden Fall mit drin reingenommen. So, jetzt würde ich allerdings sagen, weil die Dachse haben mich nämlich ganz gut erwischt, dass wir hier vielleicht erst einmal unser Leben wieder auffüllen. Jawohl, sind wir da schon mal voll, dann könnten wir einmal ins Nahrungslager gehen. Den Zaun habe ich hier noch schnell gebaut, zumindest mit ein paar Stöcklis. Jetzt ist das Ding schon wieder voll, Wahnsinn. Es geht ja echt schnell hier. Bist du mal ein paar Meter weg und schon. Gut, Flakon aus Holz habe ich mit reingenommen. Für die eine Quest, Leinengewebe habe ich hergestellt, da brauchen wir 7 Stück für die eine Quest. Jetzt würde ich sagen, oh, gebratenes Fleisch ist fast nichts da, ne? Wir sollten hier vielleicht einfach mal, keine Ahnung, irgendwas durchballern. Halt, da hätten wir ja auch an das Feuer gehen können schnell, ne? Das wäre egal. So, kannst du mal schnell das Fleisch herstellen. Dann haben nämlich die Bewohner auch gleich wieder ein bisschen mehr. Und wir skillen natürlich auch. Da müssen wir ja eh noch. So, und die Mine haben wir ja freigeschalten, haben wir gesehen. Jawohl. Bist du jetzt nämlich auch wieder voll? Schmeißen wir gleich raus. Tollkirschen kommen ins Materiallager. Disteln, Gänseblümchen brauchen wir noch. Für die eine Quest. Würde ich sagen, passt das jetzt erstmal. Dann werden wir uns heute mal um die Mine kümmern, würde ich sagen. Dementsprechend, genau, müssten wir erst einmal die zwei Bewohner noch umswitchen schnell. Technologie, das sagt mir, glaube ich, nur, dass die Mine jetzt frei ist, ne? Genau. So, nicht Inventar, Verwaltung müssen wir. Und zwar die beiden, die im Holzschuppen sind bei der Mine. Das ist Nazyr und Cyroslava. Oh, ich muss erst einmal die Mine bauen, ne? Sollten wir vielleicht erst einmal hin und sollten die Mine bauen, bevor wir da irgendwas haben? Können wir mal schauen, ob wir hier noch ein paar Kanickel sehen? Weil wir sollen ja die Rammler wegmachen. Ja, ich hätte was trinken sollen, ich weiß schon. Oh, warte mal, du hast doch die Eimer Wasser einstecken. Die kann ich ja später immer noch füllen. Habe ich nur Eimer einstecken? Ich dachte, ich hätte Eimer Wasser einstecken. Hm, na gut. Habe ich mich getäuscht? Da ist ein Haas. Habe ich dich nicht schneller mit einem Eisenspeer? Ja. Mit Pfeil und Bogen, es ist zwar schön mit Pfeil und Bogen, aber das dauert manchmal recht lang, bis der aufzieht. So, dann machen wir jetzt zuerst die Mine. My mouth's dry. Ja, du trinkst jetzt gleich hier was. Keine Sorge. So, jetzt, dann können wir eigentlich auch gleich die Eimer füllen, dann packe ich die mal auf die 5. Und dann füllen wir nämlich mal die ganzen Eimer, weil ich muss ja Eimer Wasser irgendwie hinbringen. Ich glaube, das waren insgesamt 7, bin ich mir jetzt aber auch nicht mehr sicher. So, haben wir schon mal 5. 6. Ich fülle einfach mal alle, die ich jetzt habe.
Achso, gut. So, dann lasst uns die Mine setzen. Yes. Endlich. Halt. Solltest du es auch machen. Nicht Lager, sondern hier Gewinnung. Mine. Oh. Hier. Zack. Ich hoffe, ich habe das ganze Material einstecken. Ich glaube es schon, aber... Was fehlt noch? Das da noch. Yes, und damit haben wir die Mine freigeschalten. Cool. Das bleibt so ein Eck. Und dann können wir jetzt... Jawohl, und da ist jetzt halt offen. Dann geht hier ein Gang entlang und da geht ein Gang entlang und wir können dann endlich Eisen farmen. Yes. So, und deswegen werden wir unsere zwei Leutchen jetzt hier gleich mal anweisen, dass die anfangen sollen. So, jetzt muss ich dann nur noch mal reinschauen. Verwaltung. Kopper, was habe ich mit dir gemacht? Ach, du bist jetzt Landwirt, ne? Du kannst jetzt ja dann auch in die Mine, der Walbert. So, Mine. Leerer Slot. Walbert. Walbert, wo bist du? Hier. Wunderbar. Dann kann Walbert nämlich schon mal loslegen. Wir machen keine Steine, keine Salze. Gucken wir mal. Ich gehe jetzt mal hier bei Kupfer, Zinn und Eisen jeweils auf 2% erstmal. So, dann waren das nächste die Zinker. Natür und Ciroslava. So. Natsir. Und Ciroslava. Wo bist du? Hier. Wunderbar. Yes. Dann wandern die nämlich auch hierher. Weil die müssten jetzt halt aktuell ja noch da vorne sein irgendwo. Die müssten dann hierher wandern. Du bist schon auf dem Weg in die Mine. Der Natsir, jawohl. Achso, und dann müsste die andere ja auch schon da sein. Die habe ich ja schon daher verfrachtet. Okay, dann machen wir einmal Einstellung, Verwaltung, Mine. Mine, Mine. Gucken wir mal, jetzt haben wir 5 Gewinnung. Also hauptsächlich würde ich sagen, gehen wir auf Eisen. Weil gerade die Eisensachen, die werden wir dann wahrscheinlich besser verkaufen können. Ich würde sagen, wir machen mal 70%. Und bei Kupfer und Zinn bräuchten wir immer ungefähr die gleiche Menge. Also von dem, was wir Ausbeute haben. 3,26, 3,48. Da wären wir bei 4,25, 4,15, 4,45. Ja, das passt. 17 und 13, dann haben wir jeweils 5 Kupfer, 5 Zinn. Und dann kann nämlich die Schmelze dementsprechend auch das Material verarbeiten. Jawohl, das ist wunderbar. Weil die brauchen, glaube ich, ja immer... Ach nee, die brauchen immer 2 Kupfererz, ne? Okay, dann machen wir das anders. Dann machen wir hier auf 2,5. Ungefähr auf 2,5, ne? Das passt schon. Dann können wir Bronzebarren auch dementsprechend 2,5 herstellen. Und Eisenbarren können wir die noch machen lassen dann. Ich weiß zwar jetzt nicht, wie viel Eisen da geschmolzen wird, aber das ist ja egal. Das läuft jetzt auf jeden Fall. Hoffe ich. Wann ziehst du dich um oder gehst du so in die Mine? Du brauchst doch noch eine Spitzhacke, ne? Aber ich glaube, Spitzhacken haben sie. So, aber wir brauchen hier noch ein Haus, habe ich gesagt. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, ob wir das hierher bringen.
Geht wahrscheinlich nicht wegen dem Baum, ne? Da habe ich es grün. Da ist es dann rot. Okay, schauen wir mal. Nee, ich lasse es gerade, das macht nichts. Dann gehen wir lieber hier rüber ein bisschen. Ja, machen wir es da. Machen wir es da. Lassen den Eingang hier vorne, würde ich auch sagen. Und dann können wir nämlich hier noch Holzfäller mit reinbringen. Dann haben wir drei Häuser für die Miner und dann hätten wir hier noch eins für die Holzfäller. Das ist doch ideal. So, da können wir das Fenster lassen. Jetzt ist da oben, ja. So. Hier eine Wand. Und dann könnten wir eigentlich hier noch ein Fenster hermachen. So. Gut. 94%. Was habe ich vergessen? Ach so, das da. Irgendwas vergesse ich immer, ne? So, das nennen wir. Wie nennen wir das Haus? Also auch irgendwas mit Holz, würde ich sagen. Holzmine. Das kann ich ja dann später noch umbenennen, wie gesagt. Holzhacker. Mine. So. Das ist dann Holzhacker. Gut. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall mindestens einen Holzhacker. Und wir bräuchten für Mine bräuchten wir auch noch Leute. So, Zinker sind zwei drin. Dann haben wir Iron. Da haben wir noch keinen drin. Und bei Copper haben wir zwei drin. Ne, einen auch. Okay, gut. Ich weiß nicht, ob hier die Banditen wieder kommen, die irgendwann respawnen. Schauen wir mal ganz kurz. Ne, tun sie nicht, aber nachspawnen tut hier auch generell nichts, ne, bei den Häusern. Okay, dann laufen wir mal Richtung Ostheuer. Vielleicht sehen wir ja gleich einmal die Räuber irgendwo. Was teuer muss ich allerdings in die Richtung. Lasst uns mal gucken. Lasst uns mal die Quest aktivieren. Werde die Gesetzlosen in der Nähe von Ostheuer los. Gucken wir mal auf der Karte, ob wir das sehen. Ah ja, da. Okay. Alles klar. Dann laufen wir im Grunde gleich dorthin. So, aber ich habe immer noch da oben 5 stehen. Okay, 2 Häuser sind noch nicht fertig. Das ist okay. Hätte ich eigentlich bauen können, ne? Beim Holzschuppen hier Mine fehlt eine. Das wäre Nummer 3. Schmiede. Oh, was hat die kein Material? Achso, das ist wegen den Eisenbarren, ne? Naja, gut. Dann kann ich das jetzt ignorieren, denke ich mal. Weil Werkzeug müssten sie alle haben. Ich habe ja Spitzhacken und sowas gemacht. Können wir gleich mal gucken, ob wir hier noch Hasen finden. Rotwild. Wiesent. So, die Vögel lasse ich. Habe ich hier irgendwas auf der Karte?
Rotwild, da sind Hasen, ne? Das heißt, wenn wir jetzt hier geradeaus weiterlaufen, müssten wir eigentlich auch auf Hasen stoßen. Dachte ich zumindest. Ah ja, noch ein Stück. Ah. Und der Pfeil ist kaputt. Also nimm dein Dingsi hier in die Hand. So. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele das waren. Ich glaube, 11 Stück soll man davon erledigen, von den Hasen. Schauen wir mal, ob wir noch einen sehen. Ansonsten laufen wir weiter Richtung Diebesbande. Ja. Ups. Oh. Sind da auch noch in der Nähe. Sollte ich schauen, dass ich wegkomme hier. Wenn die mich jetzt halt noch durch die Gegend schmeißen, dann ist doof, ne? Ich weiß nicht, ob hier... Na, der ist schon am Schnauben da hinten. Noch einer. Nee, oder lass den. Mir war der andere nur wegen noch zu gefährlich. So, die Diebesbande bei Ostoya. Waren das denn die drei, die wir eigentlich erst verjagt haben? Aber die sind nicht bei der Höhle, ne? Die hocken woanders. Hoffentlich sind die jetzt nicht oben. Aber ich glaube, die sind eher in der Höhle, ne? Oh ja, die sind gut verbarrikadiert hier. Aber zum Bluten haben sie mich gebracht, auf jeden Fall. So, die Steinmesser stecken wir natürlich ein. Danke für die Eisenpfeile wieder. Metflasche, 59 Münzen. Na, da haben wir doch wieder einiges an Beute hier. Man sieht nur die Waffen von denen immer nicht so gut. Ja, Zweige kannst du auch einsammeln. Kannst du auch immer brauchen. Hast du meinen Pfeil noch irgendwo da? Ich bin mal gespannt, was wir vielleicht in der Höhle noch finden. Hast du auch ein Messer gehabt? Oh ja, das war ein schöner Hirnschuss. Aber du hast auch... Nee, ist egal. Die lassen eh meistens nur Holzwaffen liegen. Aber das ist mir jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht aufgefallen hier. Außer, dass es tatsächlich nur für die eine Quest jetzt hier entstanden. Eine Holzarmbrust. Holzbolzen, Knüppel. Münzen nochmal. Kann natürlich sein, dass wir hier drin noch was finden, ne?
aber wir haben die Quest erledigt, also insofern dürfte hier keiner mehr sein. Ich vermute mal, dass wir oberhalb vom Berg rauskommen. Wo sind wir denn? Ja, wir werden wahrscheinlich da vorne rauskommen am Weg. Aber ich denke nicht, dass wir da noch irgendwas finden werden, weil da waren wir ja schon. Trotzdem. Lauf mal hin. Naja. Da respawnt nichts, ne? Na gut. Na gut. Dann laufen wir mal nach Osteuer. Oder sollte es trotzdem irgendwie Medizin nehmen, würde ich sagen. ...100, gut. Okay. Ist das ein Gesetzloser jetzt? Warum flog der jetzt von da oben runter? Könnte sein, dass da noch mehr Gesetzlose stehen irgendwo? Wo kam denn der jetzt hergeflogen? Okay, keine Ahnung. Lieber weg hier. Nichts riskieren, ne? So, vor allem den anderen Typen, den müssen wir ja in Ding wieder suchen, in Piestovia. So, aber ich bin dreckig. Das ist jetzt auch nicht schön. Und ich kann mich hier nirgends waschen, ne? Oh. Achso, naja, gut. Wir können ja da vorne mal schnell in den Tümpel hüpfen. Ist schon wieder abends, oder was? Jetzt hängen wir schon wieder 19:24 hier. Wahnsinn. Habe ich für dich jetzt die ganzen Sachen, Yannick? Du bist zurück. Danke für diese Sachen. Das hier wird beeindruckend werden. So komme ich hier weg. Ach so, ich habe ihm jetzt den Leinenstoff und die Tondinger und so weiter gegeben. Warte, worum geht es hier? Weißt du, vor ein paar Jahren habe ich in der Stadt aus Stein gelebt und ich war der Lehrling eines Mannes, der sich selbst Alchemist nannte. Er hat verschiedene Gebäude hergestellt, aber auch ungewöhnliche Substanzen. Eine davon machte zum Beispiel den Boden rutschig, sodass es einfacher wurde, schwere Gegenstände zu bewegen. Das war eine faszinierende Zeit. Ich habe viel gelernt, aber mein Meister wurde alt und eines Tages trank er aus Versehen eine Flasche Rostentferner. Eine schreckliche Art zu sterben. Seine Werkstatt wurde von jemand anderem übernommen und ich landete auf der Straße. Sicher wusstest du viel. Konntest du nicht woanders Arbeit finden? Ich hatte keine Ausrüstung und keine Zutaten mehr. Ich habe mich in die Werkstatt geschlichen, um ein paar zu holen, aber ich wurde von dem neuen Besitzer erwischt und als Gesetzloser gebrandmarkt. Sie wollten mir die Hände abschlagen, aber ich habe es geschafft, aus der Stadt zu fliehen. Den Rest kennst du, ich bin vom Dorf zu Dorf gewandert, habe so oft getan, als wäre ich ein Kind, was mir Essen und Obdach einbrachte, aber immer nur eine Weile. Dieses leuchtende Gebräu wird mir dabei helfen, einen neuen Meister mit einer richtigen Werkstatt zu finden. Ich glaube, du bist auf den Kopf gefallen, an die leuchtende Fiole, Unfug. Ich dachte, du würdest etwas in der Art wie einen Sud gegen juckende Füße herstellen. Du hast mich überrascht. Du wirst viele Glühwürmchen dafür brauchen, aber was hat das mit Alchemie zu tun? Nein, nein, im Inneren befindet sich Wolle und ein besonderes Destillat aus Wein und Kräutern. Du entfernst den Korken und fügst ein Stück Leinengewebe hinzu und zündest es an. Es leuchtet besser als eine Fackel. Ich habe gehört, im Wald bei dem Dorf im Norden lebt eine Kräuterkundlerin. Würdest du ihr meine Arbeit bringen und sie fragen, ob sie mich als Lehrling annehmen würde? Du kommst in der Wildnis sicher besser zurecht als ich. Na gut, gib mir diese Erfindung. Ah ja. Ja, ich weiß schon, was kommt. So, was hatten wir hier noch? Ich glaube, hier hatten wir sonst questmäßig nichts weiter. Also auch beim Tagebuch sollte nichts sonst sein. Das ist Piestovia.
Da ist auch Piers Tofja. Das sind die Unterschiede. Jaropelk, da weiß ich jetzt gar nicht, wo ich da hin muss. Okay, der wird auch in Piers Tofja oder in... Ah, der ist sogar in Klonika, wo wir ja dann hin müssen. Seltsame Junge, das ist dann für Klonika. Und mit Lubos sprechen. Lubos ist Piers Tofja. Ja gut, dann sind das eigentlich jetzt halt unsere Wege, ne? Dann gehen wir jetzt erstmal hier nochmal ans Lager. Ja, das weiß ich doch. Eins Mining und auch eins Mining. Und Holzfäller brauchen ja auch Mining, ne? Die brauchen ja auch die Axt, also kann ich die jetzt halt auch wieder nicht nehmen. Feldschuppen, Feldschuppen. Schmiede braucht Amboss, Amboss. Feldschuppen braucht doch, genau. Nee, ups. The king is the king. As long as he doesn't poke his nose into my business, I don't poke my nose into his. Ich weiß nicht, also wenn... Okay, das ist nichts. Ich lass die mal hocken. Wenn ich nicht wirklich Not habe, dann lasse ich die jetzt erst einmal. Ach ja, ich wollte mal in den Tümpel hüpfen, ne? So, dann sind wir gleich wieder sauber. Dann können wir hier noch einen Schluck Wasser trinken. Dann ist jetzt die Frage, ich würde sagen, wir gehen nach Piers Tofja, weil wir müssen ja die Quest abgeben mit dem Typen. Wir haben auch bei uns im Dorf noch zwei Quests, ne? Die sollte ich eigentlich auch mal machen. Wir haben allerdings schon 21.11 Uhr. Ist die Frage, ob ich nicht hier vielleicht mal ein bisschen was hinbaue. Das wollte ich ja eh machen. Wo man sich dann ein wenig ausruhen kann. Holzzäune. Ja, warum nicht? Ich kann bloß, glaube ich, da nicht genau dran anfangen. Warte mal, wir fangen von hier vorne an. Dann machen wir hier nämlich den Eingang, dann verschwindet auch der Stein hier. Fangen wir mal hier an. Ungefähr in die Verlängerung gehen. Mindestens zwei Elemente bitte. Jawohl. Dann sind wir ungefähr hier. Das wird schon passen. So, und da gehen wir jetzt bis ran ans Haus. Jawohl, das ist doch cool. Wir haben ja auch ein bisschen was an... Na? Da, breitwegerig war das, okay. So. Mach mal Licht. Dann setzen wir jetzt halt hier mal ein Feuer her. Aber ich habe, glaube ich, kein Feuerholz, oder? Ja, Brennholz haben wir keins. Machen wir einfach mal ein bisschen was. Jawohl. So. Da ist die Wand. Dann würde ich sagen, machen wir es hier einfach her. Zack. Hier ist der Weg. Dann hier zum Feuer hin. Passt. Und dann können wir da nämlich noch Bänke hinstellen und dann hätten wir hier auch so einen
so einen Rastplatz. Okay, schlafen. Bis zum nächsten Tag. Ich hoffe, es bleibt bei dem... Nein, es regnet natürlich. Oh, so ein Mist. Na gut, aber mittlerweile ist der Regen immer so laut, ne? Wie er früher war. Dann würde ich sagen, gehen wir tatsächlich an unserem Dorf vorbei und schauen mal, ob wir da noch eine Quest oder sowas machen können. Vielleicht müssen wir dafür ja auch irgendwo hinwandern. Und dann gehen wir nach Piestofia. Ich hoffe nicht, dass da irgendwo Gesetzlose rumhüpfen. Aber ich glaube, die halten sich ja fern an gebauten Sachen. So, schauen wir erst einmal, was der oder diejenige hier hat mit der Quest. Ach, Lubert, du hast eine Quest. Kann ich dir bei etwas helfen? Nun, ich hätte vielleicht eine Bitte. Denkst du nicht, dass es nachts recht dunkel ist? Nun ja, das haben Nächte so an sich, oder? Ich dachte mir, ein paar Standfackeln können alles etwas aufhellen. Hast du etwa Angst im Dunkeln? Ich stimme dir voll und ganz zu. Ich werde mich sofort darum kümmern. Nachts wird geschlafen. Behellige mich nicht damit. Nee, ich mach das. Ich stimme dir voll und ganz zu. Okay. Da geht dir ein Licht auf. Gucken wir mal, ob das... Ah, das ist auch... Okay. Eine Standfackel soll ich bauen. Habe ich das Material? Oh, die muss ich noch freischalten. Und das Material habe ich. Na, dann passt doch. Aber eine einzige Standfackel, ne? Die bringt nicht viel. Schauen wir mal, ich wollte eigentlich links und rechts vom Schuppen was hinstellen, aber das haut nicht ganz hin, ne? Können wir hier vielleicht noch eine hinstellen, dass das ein bisschen beleuchtet ist? Gut. Sprechen wir gleich wieder mit ihm. Bist denn du hin, du Knüllig? Nee, du warst das nicht. Wo ist denn der jetzt? Tagebuch. Lubert, da ist er doch. Halt, bleib da. Schön, dich zu sehen. Gibt es jetzt genug Fackeln? Oh ja, es ist viel besser. Wobei die Schatten, die in ihrem flackernden Licht tanzen, einem schon die Gänsehaut bereiten können. Schatten können auch ganz niedlich sein. Schattenhäschen zum Beispiel. 60 Repo-Punkte. Jawohl. So. Dann haben wir da mal eine Fackel. Dann würde ich aber sagen, warte mal, dass wir das auch gleich haben. Ich weiß nicht, ob ich das Material habe. Aber ich würde die Häuser hier auch gerne noch gern fertig machen. Ich weiß bloß nicht, ob ich jetzt genügend Holz einstecken habe. So. Flechtwand. Holzdach. Gut, das hat schon mal gepasst. Dann die Tür wollte ich nach hinten auch verlagern. Dann machen wir die hier weg. Machen wir hier eine ganz normale Wand. Da können wir Fenster lassen. Da machen wir Vollwand. Hier können wir Fenster reinmachen. Da wäre dann die Tür. Dann würde ich sagen, machen wir hier ein Fenster. Ja, doch. Wand. Und ja, doch, komm. Machen wir da halt noch ein Fenster rein. Ja, obwohl,
es sind jetzt nicht genügend Fenster hier drin, ne? So, passt. Das ist dann der Händler 6, glaube ich, weil das war Nummer 5, jawohl. Händler 6. So, hier noch gucken. Da könnten wir die Tür mal hier seitlich hin machen. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt fertig bekomme. Schauen wir mal. Ah, ich habe keine Bretter mehr, ne? Okay. Schauen wir mal ins Lager ganz kurz, was wir da noch an Brettern haben. Das sollte jetzt eigentlich jetzt drin sein, oder zumindest so viel, dass ich das ohne Probleme rausnehmen kann. 100 Bretter, ja, wunderbar. Nehmen wir einfach mal 80 Stück raus. Puh, die haben schon über 200 Dünger verballert. Wahnsinn. Okay, Flachs, Flachshalm, Flakon aus Ton. Holzstämme können wir uns gleich noch mal einen ganzen Schwung rausnehmen. Kalkstein nehme ich mir noch raus, weil ich möchte ja auch noch die Häuser verputzen. Und was wolltest du noch? Ja, Stöcke kannst du auch rausnehmen. Tonzimmern. Steine würde ich eigentlich noch raustun. Ja, sollte passen. Haben wir das Haus nämlich auch noch gleich fertig. Machen wir hier ein Fenster rein. Wand. Holz. Ups. Da habe ich die Tür. Okay. Dann machen wir hier noch zwei Wände. Und warte, mach es da mal da oben das noch. Hier. Und zack, jawohl, damit haben wir den Händler Nummer 7 fertig. Ja. Händler 7. Wie habe ich euch genannt? Zwirn. Und Töpfer. Okay. Dann passt ja. Dann passt hier, dann passt hier, weil da können wir ja dann trotzdem Händler rein, mit reinschmeißen, weil unser Näher, der hier drin ist, da können wir eine Frau noch mit rein geben. Dann sollte das doch okay sein. So, ich muss noch Kaninchen jagen, ich muss noch Dachse jagen. Sandsäckchen, oder Sandsäckchen, Säckchen muss ich noch herstellen, muss mal gucken. Entschuldige, ich müsste noch mal ganz kurz ran. Hier, Säckchen. Okay, dann mache ich jetzt mal die 9 Stück. So, dann schauen wir rein. 14 Stück brauchen wir da. Okay, das heißt, ich muss... Darf ich da jetzt mal ran? Ich verjag den ständig. Leinengarn. Machen wir doch mal, keine Ahnung, machen wir mal 40 Stück. Weil ich brauche für manche Standfackeln auch noch das Leinengarn. Dass wir da auch einmal welche platzieren können, weil die Laternen können wir ja leider noch nicht. Aber das wird auch nicht mehr lange dauern. You know,
think of a village head myself. Was, du bist ein Dorfältester? Ist ernsthaft? So, was habe ich gesagt? 14. Warte mal, von der habe ich alles. Wir haben 9 Wasser, wir haben 10 Disteln, 2 aus Ton und 15 Gänseblümchen von 7. Okay. Hier brauchen wir jetzt noch 5-mal Säckchen. Oh, ich brauche. Stimmt, ich brauche Leinengewebe erst noch. Wie viel mache ich denn dann da? Machen wir mal 30. Und wir sind schon wieder bei 40 Minuten. Ey, das ist so abartig, wie schnell die Zeit verfliegt. So. Die letzten 5 Säckchen, dann haben wir das nämlich auch. So, dann können wir zum nächsten Mal Grabräuber abliefern. Das ist ja auch in Piestovia. Dann können wir, betrachten wir das nüchtern abgeben. Oh, ich brauche, achso, Leinengewebe habe ich einstecken, dann können wir die da auch abgeben. Und ich muss jetzt nur noch 2 Dachse jagen und 6 Kaninchen. Naja gut, das kann ich ja machen währenddessen. Wie die Jagd funktioniert, wissen wir ja. Und dann gehen wir nach Piestovia beim nächsten Mal. Dass wir die Quests weg haben und danach nach Piestovia gehen wir dann nach Klonika. Alles klar, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Lasst mir gerne ein Like da, schreibt mir was in die Kommentare. Nicht vergessen, ein Abo dazulassen, dass ihr keinen Part mehr verpasst. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.